Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Bedrock Add-on-Erstellung. Willkommen zurück. Ja, heute nehmen wir uns wieder die Treppen vor. Es wird jetzt auch die letzte Folge sein. Falls ihr euch erinnert, in der letzten Folge haben wir die allerersten 8 Blockvariationen quasi möglich gemacht, damit man die im Spiel bekommen kann. Heute sind die 16 restlichen dran und vorneweg, man kann die nicht ganz so wie Vanilla Treppen machen. Das heißt, die werden sich niemals mit Vanilla-Treppen verbinden. Das geht einfach nicht. Es gibt keine Abfragen dafür, was für ein Block ist das, was für ein Block ist das. Da müssen wir uns ein anderes System überlegen und ich denke, ich habe da eins gefunden. Wir haben hier unsere Treppe. Das ist eine ganz gewöhnliche Treppe, nichts Besonderes. Aber jetzt machen wir Folgendes. Wir schleichen und dann legen wir alle Gegenstände, die wir in der Hand haben, einfach weg. Man braucht einfach eine leere Hand irgendwo. Und dann gehen wir hier zur Treppe und klicken einmal drauf. Und dann seht ihr, die hat einfach die Form verändert. Wenn wir nochmal draufklicken, seht ihr, sie hat wieder die Form verändert. Nochmal, nochmal. Und dann sind wir wieder beim Anfang. Das heißt, wir haben hier maximal 1, 2, 3, 4, 5 Klicks, bis wir wieder am Anfang zurückkommen. Und es ist mir relativ wichtig, dass man nicht 24 Mal auf diesen Block einhämmern muss, damit man wieder zurück zum Start kommt, wenn man aus Versehen mal draufgeklickt hat. Daher müsst ihr einfach mal schauen, wie ihr die Blöcke platziert. Wenn wir hier eine Calcit-Treppe nehmen, die so ein bisschen anders platzieren, dann können wir hier zum Beispiel draufklicken und das ist jetzt eine ganz andere Blockform. Die gibt es hier zum Beispiel nicht. Das heißt, ihr müsst einfach ein bisschen darauf achten, wie platziert ihr die. Ist an sich relativ intuitiv gestaltet, denn alle Modelle, die hier quasi angezeigt werden, sind alle, die eine normale Vanilla-Treppe quasi auch ja, mit dieser Standardrotation quasi durchführen würde. Jedenfalls würde ich sagen, genug geplaudert und schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert. Los geht's! Also, wie macht man das? Wie kann man den Block noch interaktiver machen? Ja, erstmal gehen wir in den Block selber rein und dann verändern wir ein paar Sachen. Nämlich hier erstmal bei der Description, dort fügen wir unsere Properties hinzu. So, schiebt das mal ein bisschen weiter nach oben. Da gehen wir hin, machen diese Anführungszeichen und sagen Properties, Doppelpunkt, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Ja, damit können wir eben unsere Eigenschaften hinzufügen. Und dann sagen wir hier Anführungszeichen, TA Doppelpunkt. Und so, dann sagen wir Rotation. Also eine weitere Rotation. Wir haben ja im Grunde hier unsere Cardinal Direction, was ja im Grunde unsere Himmelsrichtung ist. Aber hier fügen wir noch eine weitere Sache hinzu, eine weitere Eigenschaft. Und da machen wir geschweifte Klammern, eckige Klammern auf eckige Klammern zu. Und jetzt müssen wir uns entscheiden, wie viele Zustände darf diese Eigenschaft denn besitzen. Ich weiß es schon, es sind 5, insgesamt 5. Wir haben ja die Treppen, die ganz normalen Treppen, die wir in der letzten Folge schon gemacht haben. Dann haben wir quasi, wenn wir jetzt von Norden ausgehen, Northwest, Concave, Northwest, Convex, Northeast, Concave und Northeast, Convex. Insgesamt 5 verschiedene Variationen. Ja? Also sagen wir hier 0, 1, 2, 3, 4. So, und damit haben wir 5 verschiedene Zahlen. Und da können wir dann einfach durchiterieren. Ja? Aber als erstes gehen wir hier noch zu den Komponenten, damit wir den Block hier interaktiv machen können. Da gehen wir hier nach unten und fügen dann unserem OnInteract hinzu. Da oben, Klick. Und da können wir jetzt hier ein paar Sachen hinzufügen, unter anderem unsere Condition. Und das wird relativ leicht im Vergleich zu Stufen und vertikalen Stufen, aber es ist noch ein bisschen was dabei. Ja? Als allererstes, wie wollen wir den Block verändern? Ja, wir wollen draufklicken. Aber wenn wir zum Beispiel gerade am Bauen sind und irgendwelche Blöcke in der Hand halten, ja, dann wollen wir wahrscheinlich eher Blöcke platzieren. Also gehe ich da mal davon aus, ihr nehmt den Gegenstand, den ihr in der Hand haltet, weg und habt eine leere Hand. Wie kann man eine leere Hand abfragen? Ihr erinnert euch vielleicht an noch vor ein paar Folgen bei den Stufen und vertikalen Stufen, dass wir eine Inventarabfrage machen können. Also wir sagen Query.is_
Item unterstrich name unterstrich any. Ja, ist item name any. Das gibt es ja als Abfrage, als Query-Abfrage. Und dort kann man einen bestimmten Inventarslot abfragen und einen bestimmten Gegenstand. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir sagen slot.weapon.mainhand. Genau so. Auch wieder Apostrophe, Komma, Apostrophe. So, welchen Wert oder welchen Gegenstand fragen wir ab? Keinen. Die Hand soll ja leer sein. Also setzen wir einfach zwei Apostrophen hintereinander. Das seht ihr dann dort. Ja, es sieht im Grunde aus wie zwei, wie ein Anführungszeichen. Es sind aber zwei Apostrophe. Ihr seht, ich kann die auseinanderschieben. Ja. So fragt man quasi eine leere Hand ab. Falls ihr mehr über diese Inventarslots wissen wollt, da habe ich einen Link in der Videobeschreibung gepackt. Und dann könnt ihr das dort euch genauer anschauen. Das reicht für mich nicht, wenn ihr gerade so irgendwie durch euer Haus rum durchläuft und dann die Treppen hochgeht und aus Versehen auf den Bildschirm tippt, ja, dann habt ihr die Treppe verändert. Und daher sage ich noch, und. Und jetzt fragen wir ab, ist der Spieler am Schleichen? Denn das wäre immer ganz nützlich, wenn man Sachen nicht aus Versehen machen möchte, dass man dann extra dafür schleichen muss. Ja? Also sagen wir und, query.isSneaking. Und es fragt dann eben ab, ist der Spieler am Schleichen? Ja, nein. Wenn ja, dann wird das halt eben verändert. Wenn er nicht schleicht, dann wird es eben nicht verändert. So, Condition haben wir dann. Das ist relativ einfach im Vergleich zu vorher. Jetzt sagen wir Event, ta.interacted wird uns direkt vorgeschlagen. Dann benutzen wir es auch einfach und dann fügen wir hier unsere Events hinzu. Also Events und die geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu, so. Und dann fügen wir das Event tatsächlich hinzu. Ihr seht, es wird hier noch gelb unterstrichen. Das heißt, das gibt es bisher noch gar nicht. Dann erstellen wir das einfach mal so und so. Super, dann hätten wir ein Event. Und was fügen wir da jetzt hinzu? Ja, zum Beispiel verändern wir hier die Eigenschaft. Ja, unsere Rotation, die wir eben erstellt haben. ta.rotation. Und jetzt müssen wir die irgendwie verändern. Wir wollen, dass es quasi erhöht wird von 0 auf 5 und 5 wieder auf 0. Ja? Immer so in Einzelschritten. Also 0, dann 1, dann 2, dann 3, dann 4, dann 5 und nach 5 soll wieder 0 kommen. Eine geniale mathematische Rechnung dafür ist Modulo. Kennt ihr vielleicht schon, kennt ihr vielleicht auch nicht. Geschrieben wird das mit einem Prozentzeichen, aber an sich es funktioniert keineswegs wie Prozent. Ja? Stellt euch mal vor, wir rechnen 7 geteilt durch 3. Da kommt jetzt irgendwas mit 2,33333 raus. Aber stellt euch mal vor, wir machen ganzzahlige Division. Ja? Es soll nur eine ganze Zahl rauskommen. Was kommt dann dabei raus? Ja, 7 ganzzahlig geteilt durch 3 ist 2. Denn 2 mal 3 ist 6 und 6 passt auf jeden Fall noch in die 7. Was aber, wenn wir nicht wissen wollen, was die ganzzahlige Division davon ist, sondern was der Rest ist. Und der Rest ist Modulo. Ja? Im Grunde rechnet ihr damit den Rest aus. Und in unserem Fall hilft das folgendermaßen. Wir sagen, wir nehmen unsere Eigenschaft, erhöhen die um 1, immer weiter, bis sie halt quasi den Wert 5 erreicht. Es soll ja nicht größer werden als 5. Und dann sagen wir Modulo 5. Und dann wird es wieder zurück auf 0 gesetzt, denn 5 geteilt durch 5 ist 1 und der Rest ist 0. Ja? Das heißt, wir können das folgendermaßen machen. Wir sagen hier Anführungszeichen und dann haben wir auch hier unsere mathematischen Funktionen quasi, nicht nur die Query-Abfragen. Dann können wir hier sagen math.mod. Ja? Das ist Modulo. Das kann man benutzen, machen wir Klammer auf, Klammer zu. Und dazwischen geben wir halt zwei Werte ein und mit einem Komma halt eben getrennt. So, jetzt müssen wir unsere Eigenschaft abfragen, das solltet ihr inzwischen schon kennen. Query.block-property. Ja, block-property, damit kann man die Eigenschaften abfragen. Da machen wir hier eine Apostrophe, ta.rotation. So, hoppla,
Habe ich ein bisschen falsch geschrieben? Ja, habe ich. Rotation. So. Rotation. Perfekt. Und das haben wir jetzt hier. Wir haben unsere ja, Eigenschaft abgefragt. Dann erhöhen wir die einfach um 1. Das funktioniert nur, weil wir hier Zahlen verwendet haben. Wenn ihr da Text verwendet, funktioniert das natürlich nicht. Wir sagen plus 1 und der zweite Wert für unser Modulo soll 5 sein. Der höchste Wert, den wir haben, ist ja 4. Wir benutzen die Zahlen 0 bis 4. Und wenn es bei 5 angelangt ist, dann soll es wieder zurück auf 0 gesetzt werden. Und damit können wir im Grunde unsere, ja, unsere Treppen in eine weitere Rotation bringen. Damit hätten wir auch das Event, das ist relativ kurz. Jetzt kommen wir zu den Permutations, wo wir einiges erstmal ändern müssen. Nämlich hier bei den Conditions müssen wir quasi überall abfragen, ist Query.BlockProperty TH:Rotation gleich 0. Das müssen wir hier bei allen, die wir bisher erstellt haben, hinzufügen, einfach weil diese sonst immer zutreffen. Ja? Und die überschreiben dann hier die Geometriedatei und das macht alles kaputt. Daher sagen wir einfach, der Wert 0, den wir hier oben bei Rotation festgelegt haben, der ist dafür da, dass das die Standardblöcke sind, also die, die wir bisher erstellt haben. So, wie machen wir das? Wir gehen einfach hier hin zu den Anführungszeichen, sagen und. Und dann, was fügen wir da noch hinzu? Naja, query.block-property Okay, das habe ich wieder ein bisschen falsch geschrieben. Egal, machen wir gleich. TA, Doppelpunkt, Rotation, Apostrophe, Klammer zu, gleich gleich 0. So, das soll auf jeden Fall zutreffen. Also unsere Eigenschaft Rotation soll den Wert 0 haben. Und das fügt ihr jetzt auch bei allen anderen hinzu. Das mache ich jetzt hier einmal schnell, da das an sich alles dasselbe. Ja, also bis gleich. Okay, wunderbar. Ich habe jetzt alle hinzufügt. Insgesamt sollten es dann 8 Stück sein. Ihr seht hier, das war North Bottom. Das haben wir ja ganz am Anfang hinzugefügt. Dann haben wir hier North Top, South Bottom, South Top, West Bottom, West Top, East Bottom und East Top. Also alle 8 Variationen, die wir bisher haben, bekommen hier query.blockProperty TA Doppelpunkt Rotation gleich gleich 0. Fügt das bei allen hinzu, damit das auch weiterhin gut funktioniert. Und jetzt müssen wir hier leider, dummerweise, noch 16 weitere von diesen Block Permutations hinzufügen. Ich weiß, sehr traurig. Es ist ein bisschen anstrengend, ich weiß. Aber das muss man halt alles einfach machen, wenn man, wenn man solche Blöcke halt haben möchte, die extrem viele verschiedene Variationen haben. So, wir fügen eine weitere, ja, eine eigene Blockart noch hinzu. Wir sagen wieder Condition und wir fragen wieder Eigenschaften ab. Und im Grunde genau dasselbe wie vorher, nur zweimal. Ja. Wir sagen also hier wieder query.blockProperty, Klammer auf, Apostrophe, TA, hoppla, nicht TA, sondern Minecraft, Minecraft, Doppelpunkt, Cardinal Direction. Also im Grunde genau dasselbe wie zuvor. Cardinal Direction, ja, Apostrophe, Klammer zu, gleich gleich, Apostrophe, North, Apostrophe, das heißt, es soll den Wert North quasi haben, und Query.BlockProperty, Klammer auf, Apostrophe, Minecraft, Doppelpunkt, Vertical, Vertical, Unterstrich, Half, Apostrophe, Klammer zu, das soll gleich Bottom sein.
Und dann fragen wir eben die Eigenschaft ab, die wir eben noch hinzugefügt haben. Also hier unser Query.blockProperty, Apostrophe TA, Doppelpunkt Rotation. So, Rotation, Apostrophe, Klammer zu. Und das soll in diesem Fall 1 sein. Ja, jetzt machen wir hier unsere Variation, also sagen wir dort 1. Und welche Variation soll das sein? Naja, an sich, wir haben hier North, wir haben Bottom. Das heißt, es muss auf jeden Fall eine der Eigenschaften besitzen. Und die erste Variation jetzt können wir uns im Grunde aussuchen. Ich mache das zu Northwest. Ja? Und dann concave, glaube ich. Ja. Daraus machen wir, dazu machen wir diese Eigenschaft hier. So, hoppla, ich bin nach oben gegangen. Warum auch immer. Machen wir ein Komma hin und dann holen wir uns die ganzen Komponenten. Und wie zuvor, wir fügen im Grunde dieselben Komponenten hinzu und müssen die dann verändern. Hier nämlich Collision Box und Geometry. Wir gehen einmal rüber zu Blockbench und schauen uns dort an, ja, welche Form es dann haben soll von der Collision Box. Wir haben hier Northwest Concave. Und auch hier wieder, die hier kann man im Grunde vergessen. Stellt euch vor, die wären nicht da. Ich schalte sie einmal aus. So. Und so. Im Grunde können wir einen dieser Boxen als Collision Box festlegen. Und ich mache das hier einfach als Stufe. Ja? Ihr erinnert euch ja an die letzte Folge, wo ich das irgendwie extra ein bisschen kleiner gemacht habe, damit man da drauf gehen kann. Ja, aber in dem Fall, ihr seht, wir haben hier eine recht merkwürdige Treppe vor uns, wo man im Grunde nur in dieser einen Stelle hochgehen kann. Der Rest ist ein ganzer Block. Bedeutet im Grunde, wenn ihr hier an der Seite, hier direkt davor, weiter unten eine Treppe hinmacht, dann müsstet ihr springen, um da hochzukommen. Und daher mache ich das hier einfach zu so einer ganzen Stufe. Und dafür haben wir hier minus 8, 0, minus 8 und 16, 8, 16. Ja, die Werte merken wir uns mal. Fügen wir die hier einmal ein. So rum. Also Collision Box. Machen wir das hier mal auf. Origin müssen wir eigentlich nicht aufschreiben. Wenn ihr so genau sein wollt, dann könnt ihr es auch einfach machen. Das sind ja hier schließlich die Sternewerte. Also minus 8, 0, minus 8. Ihr seht da Default Value. Standardwerte auf Englisch eben. Und dann kommt Size. Und dann machen wir 16, 8, 16. So. Damit hätten wir auch die Collision Box. Dann machen wir hier ein Komma hin und gehen eins weiter nach unten. Da kommt Geometry hin. Und dann machen wir hier Doppelpunkt, Anführungszeichen. Und dann Geometry. Stairs, vielleicht haben wir diesmal Glück. 3, 2, 1, gehen 1 zurück. Ah, wunderbar. Und dann haben wir hier die ganzen Variationen und dann suchen wir uns hier Northwest Concave. So. Und das machen wir jetzt hier noch ein paar Mal. Einmal hier dafür inverted. Müssen wir halt hier Concave inverted eintippen. Und Origin, hier muss es dann auf 8 gesetzt werden. Und dann machen wir das für die ganzen anderen Variationen. Ich weiß, es ist anstrengend. Glaub mir, ich habe es schon mal gemacht. Ich weiß, dass es anstrengend ist. Aber im Grunde müssen wir das für alle Variationen nochmal machen. Und dann jeweils hier diese Werte auch immer um 1 erhöhen. Und dann zeige ich euch einfach gleich, wie ich das aufgesetzt habe. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ich habe jetzt alle Sachen hinzugefügt. Ich bin da recht systematisch vorgegangen. Bei so großen Mengen an Modellen ist es ziemlich wichtig, dass man da irgendwie ein System reinbringt und nicht einfach so drauf losgeht. Sonst vergisst man einfach am Ende etwas. Und ich versuche das mal einzublenden. Keine Ahnung, ob ich es geschafft habe. Nach dem System, nachdem ich gegangen bin quasi. Schaut euch einfach mal die ganzen Zahlen an. Ja, und im Grunde seht ihr diese Tabelle North, South, West, East und dann die jeweiligen Verbindungen, zum Beispiel Northwest, ja, das hat den Wert 1.
Und das haben wir hier zum Beispiel. Northwest, hier einmal North, einmal West. Vertical Half und TR Rotation soll auf 1 sein. Ja, also das haben wir hier. Wir haben das quasi als invertierte Variante natürlich nochmal mit unserem hier Vertical Half auf Top statt auf Bottom. Aber im Grunde ist es genau dasselbe. Und im Grunde, ihr nehmt euch einfach alle Zahlen, jeweils auch für konkav und konvex, rechnet die zusammen und dann habt ihr halt eben den Wert, der da rauskommen muss. Eine weitere Sache, die ich noch verändert habe, ihr seht das hier, habt das vielleicht schon mitbekommen, Query.blockProperty, Minecraft.CardinalDirectionNorth oder Query.blockProperty, Minecraft.CardinalDirectionWest. Macht natürlich Sinn, das ist ja hier die Treppe Northwest Concave. Das bedeutet, das ist die Verbindung von Norden nach Westen und dadurch müssen hier einfach beide dieser Richtungen drin sein. Und das führt sich natürlich hier fort. Hier zum Beispiel haben wir Northeast Concave. Da haben wir eben Norden und Osten, der abgefragt wird. Ihr packt das einfach in der Klammer und dann sagt ihr in der Mitte OR. Ja? Ich hoffe, das ist verständlich. Die Collision Boxes sind recht komplex. Bei Concave ist es einfach. Das ist einfach nur eine Stufe. Die sehen dann halt so aus: minus 8, 0, minus 8, 16, 8, 16. Bei den konvexen Formen wird das dann allerdings ein bisschen, ja, komplizierter. Wir schauen uns das einfach mal kurz an. Dazu gehen wir hier zu Blockbench. Da haben wir hier unsere konkaven Formen. Aber holen wir uns einmal unsere konvexen Formen da. Und im Grunde habe ich so gemacht, ihr seht das, ich habe das hier auf dieser Ebene um 1 kürzer gemacht und auf dieser Ebene um 1 kürzer gemacht. Das heißt, dass man von beiden Seiten quasi wie so eine normale Treppe hochgehen kann. Was ich experimentell herausgefunden habe, ist, ihr müsst die X-Achse nochmal rüberschieben. Ja? Also statt minus 7, 0, minus 7 müsstet ihr hier in dem Fall minus 8, 0, minus 7 eintippen. Ja? Also Stairs North West Convex, Stairs North West Convex, minus 8, 0, minus 7. Passt. Ja? Dann müsst ihr einfach das umdrehen. Ich weiß nicht genau warum, aber das zieht sich dann natürlich hier durch. Alle konvexen quasi Modelle kriegen hier so eine, ja, quasi Kante rein und die X-Achse, die rote Achse hier, muss dann halt einmal rübergeschoben werden, damit das funktioniert. Gut, dann schauen wir uns einfach mal die Werte an, die ich hier eingetippt habe. Als allererstes vergleichen wir es einfach nochmal. Northwest Concave. Minus 8, 0, minus 8, 16, 8, 16, eben eine ganz gewöhnliche Stufe. Hier natürlich die invertierte Version, die ist dann einfach um 8 ja, Pixel quasi nach oben verschoben. Macht ja irgendwie Sinn, das ist dann eben die Stufe, die die obere Hälfte des Blocks verwendet. Ja? Und dann eben auch Northwest Concave Inverted. Hier haben wir dann Northeast, also wir haben North, wir haben East, wir haben Bottom. Und wir haben 2. Vorher hatten wir den Wert 1, jetzt haben wir den Wert 2. Und dort haben wir dann die Werte minus 8, 0, minus 8, 16, 8, 16. Genauso wie eine Stufe. Auch hier wieder invertiert. Da muss man einfach die Y-Achse um 8 nach oben verschieben. North, East, Top, 2. Ja. Dann als nächstes haben wir hier Stairs Northwest Convex. Also jetzt die andere Variante vom Block. Wie gesagt, hier müsst ihr ein bisschen die Kollisionsbox verändern. Wir haben minus 8, 0, minus 7, 15, 8, 15. Ja? Und die Abfrage hier ist quasi North, West, Bottom und 3. Auch wieder invertiert, auch wieder nur die Y-Achse um 8 nach oben verschoben. Da haben wir hier North, East, Bottom 4. Ja, das ist dann die letzte Variation für Norden quasi. Da haben wir minus 7, 0, minus 7. 15, 8, 15 und hier Northeast Convex und das Ganze nochmal invertiert, also minus 7, 8, minus 7, 15, 8, 15. Ja? Und das zieht sich jetzt hier durch. Wir machen das diesmal mit South, also wir haben Southeast Concave, wenn ihr euch nochmal die Tabelle anschaut, das steht halt weiter links, beziehungsweise es hat den kleineren Wert. Daher fangen wir einfach damit an. Also wir haben South, East, Bottom 1. Ja, und minus 8, 0, minus 1, minus 8, 0, minus 8
halt die Werte für die ganzen konkaven Formen, die kriegen halt einfach die Stufe, genauso hier mit invertiert, wieder um 8 Pixel nach oben verschoben. Dann haben wir hier South, West, Bottom 2, auch wieder konkav, genauso wieder eine Stufe und auch wieder invertiert. Dann haben wir hier Southeast, Convex, minus 8, 0, minus, minus 7, 0, minus 8, 15, 8, 15. Wir fragen South, East, Bottom 3 ab. Ja? Auch wieder invertiert, dann fragen wir eben Top ab. Hier haben wir dann Southwest Convex, also South, West, Bottom 4, auch wieder der letzte Wert. Und die Werte haben wir minus 8, 0, minus 8, 15, 8, 15 und nochmal ein letztes Mal invertiert, auch wieder mit 8 Pixeln höher und natürlich hier bei der Geometrie inverted drangehangen. So, damit hätten wir im Grunde die ganzen Modelle fertig und ich habe es an sich auch schon ausprobiert, ich habe es tatsächlich schon exportiert. Da würde ich sagen, wir gehen einfach direkt zu Minecraft rüber. Wenn ihr es noch nicht importiert habt, dann macht es einfach. Ihr solltet das ja bereits aus der letzten Folge kennen. Also, dann gehen wir mal rüber zu Minecraft. Na dann, testen wir das einmal aus. Ja, gehen wir mal hier rüber und platzieren mal eine kleine Treppe. Da haben wir eine KC-Treppe, platzieren wir die mal. Dann, wir müssen natürlich quasi eine leere Hand haben, hier irgendeinen leeren Inventarslot auswählen, einmal schleichen und dann klicken wir einfach mal drauf. Und ihr seht, die Treppe hat sich verändert. Ihr seht, das ist jetzt hier nur noch dieses Südost, glaube ich, ja, Südost konkav. Dann haben wir hier Nordost konkav, Südost konvex und Nordost konvex. Ja, okay. Und danach haben wir auch wieder unsere normale Treppe. Wunderbar. Ich würde die jetzt alle hier einmal irgendwie aufreihen. Auch wieder vielleicht in so einem, in so einer Pyramidenform oder so. Damit man austesten kann, ob man da hochkommt. Vielleicht so. Wir haben ja hier 4 verschiedene Variationen der Blöcke. Dann machen wir das vielleicht einmal so. So und so. Ihr seht, dann haben wir hier alle 4 Versionen davon. Genau. Und dann machen wir das einfach hier drüben auch, würde ich sagen. Also einfach 4, 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Und dann packen wir auch einfach KC-Treppen davor. Einmal so. Einmal so, einmal so. Und dann packen wir die natürlich oben drauf. Hoppla. Machen wir das so. Und die letzte Reihe auch. Damit wir eben auch alle Richtungen austesten können. Und dann, ja, ist nicht ganz mittig, aber egal. Drücken wir da einfach mal ein paar Mal drauf. So und so. Und da hätten wir alle 4 Variationen. Oh, hoppla. Da habe ich einmal zu viel hier drauf getippt. 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2 und 1. Und damit sollten wir jetzt eigentlich alle haben. Könnt ihr euch nochmal anschauen. Da haben wir die. Da haben wir die. Die sind ein bisschen anders angeordnet. Ja. Kann ich jetzt nicht gerade was dran ändern, ist aber an sich auch egal. Dann müsst ihr halt für diese Treppe ein bisschen länger draufklicken, für die andere ein bisschen kürzer. So, dann probieren wir das mal aus. Hier sollten wir auf jeden Fall hochkommen. Und das scheint zu funktionieren. Ich würde ganz gern vielleicht noch Blöcke dahinter setzen, damit man das auch wirklich eindeutig erkennen kann. So. Und dann, wenn wir hier hochlaufen, ja, da gibt es kein Problem. Dann hier die zweite Treppe, da gibt es genauso wenig ein Problem. Hier die dritte, da sollte man jetzt gar nicht hochkommen. Und das tun wir auch nicht, denn an sich haben wir hier nur diese eine kleine Lücke.
Da sollen wir ja gar nicht hochkommen. Hier ist ja quasi der ganze Block. Und daher funktioniert das nicht. Und hier drüben sollte es auch nicht funktionieren. Ja. Okay, gut. Dann hier sollte es auch nicht probieren. Nicht funktionieren. Klappt nicht. Hier klappt es auch nicht. Aber hier drüben sollte es dann klappen. Ja. Und hier. Wunderbar. Dann gehen wir nochmal hier hin. Klappt nicht. Klappt nicht. Klappt. Und hier drüben klappt auch. Die letzte Seite, glaube ich. Keine Ahnung. Hier sollte es klappen. Hier sollte es klappen. Hier sollte es nicht klappen. Und hier. Hoppla. Hier auch nicht. Nee. Also an sich funktioniert das alles so wie geplant. Es gibt natürlich jetzt die ganzen Variationen, die noch offen. Kopf stehen, aber da kann man ja schwer dran testen, ob man da hochkommt, weil das sind dann ja im Grunde nur Stufen, die kopfüber sind. Ja. Also machen wir es einmal so, tippen wir die alle einmal an, schauen wir uns die an. Das sind dann eben wieder die konkaven Formen. Die funktionieren alle. Tippen wir einmal nochmal alle an. So, jetzt sind die in die andere Richtung gedreht. Das kann man ziemlich deutlich erkennen. Jetzt sollte es die erste konvexe Form sein. Und ja, das ist auch richtig. Und dann sollte das die zweite konvexe Form sein. Können wir auch einmal rumgehen. Das stimmt alles. Und wenn wir es noch einmal machen, sollten wieder die normalen Treppen zurückkehren. Genau. Und dann hätten wir das auch im Grunde. Eine Sache, die möchte ich noch ausprobieren. Weil an sich, so ein Block, wenn man hier schleicht und einen Block dahin, wenn man einen Block drauf drückt, dann platziert man den sowieso. Ja. Und das macht man ja auch zum Beispiel bei Kisten. Mit den Kisten würde man sonst interagieren, aber wenn man schleicht, dann platziert man ja einen Block davor. Was, wenn man einen Gegenstand in der Hand hält? Da passiert nichts. Okay. Okay, noch eine Sache, die ich jetzt austesten muss. Öffnet sich eine Truhe, wenn ich einen Gegenstand in der Hand halte und schleiche? Auch nicht. Okay. Dann zählt das wahrscheinlich einfach nicht als Interaktion. Ja. Gut, dann hätten wir das im Grunde so. Da haben wir jetzt die ganzen neuen Variationen an Treppen. Damit könnt ihr dann auch dafür sorgen, dass diese Treppen sich den normalen Treppen anpassen. Keine Ahnung, was könnte man hier bauen? Irgendwas Interessantes, so auf die Schnelle. Einmal Baublöcke und dann nehmen wir, keine Ahnung, Andesit, ja. Und dann ein bisschen, ja, Bruchtiefenschiefer kann nicht schaden. Dann machen wir hier irgendwie so eine kleine Treppe. Machen wir die mal 4 breit. Und dann geht das hier irgendwie noch weiter so. Und dann platzieren wir die mal hier. Und dann platzieren wir die mal hier. Und ihr könnt an sich den Unterschied nicht erkennen. Ja, es ist einfach das richtige Blockmodell. Und dann läuft man hier hoch. Wie gesagt, das ist ein bisschen merkwürdig, weil im Grunde, ihr lauft hier bis zum Rand vom Block, geht dann ein Pixel hoch und ein Pixel weiter, geht 8 Pixel hoch. Ihr geht nochmal ein Pixel weiter und ihr geht nochmal 8 Pixel hoch. Allerdings kann man das einfach nicht besser nachmachen. Dann würden die einfach nicht funktionieren. Da ist es hier natürlich deutlich, ja, sauberer, könnte man sagen. Und dann, was können wir noch machen? Keine Ahnung. Wir sorgen mal dafür, dass diese Treppen hier diese speziellen Rotationen aufweisen. Ich würde ganz gern einen anderen Block nehmen, damit man die auch noch unterscheiden kann. So, also wir schauen uns immer die Andesit-Treppe an. Ihr seht das jetzt hier, diese konkave Form.
Dann können wir das nochmal so machen. Da seht ihr, das ist im Grunde dieselbe Form. Und daher würde ich sagen, drehen wir es einfach mal um. So, damit haben wir die andere konkave Form quasi. Dann machen wir das einmal so. Das ist dann eine konvexe Form. Und einmal so. Ja? Und das sind eben auch die vier Modelle, die unsere Cartesian-Stufe eben unterstützt. Wir nehmen uns das einfach mal so. Wenn wir das so drücken, dann haben wir dieses Modell hier drüben. Seht ihr, ist identisch. Wenn wir nochmal drauf drücken, haben wir diese Form da. Beim nächsten Mal haben wir die hier. Und beim letzten Mal sollte es eben genauso aussehen wie die da. Also ihr seht, das funktioniert eigentlich. Und wenn ihr irgendwie wild Treppen baut, keine Ahnung, irgendwo so und dann so, und dann könnt ihr die Ecken hier damit auskleiden. Hoppla, die falsche Treppe genommen. So, und dann könnt ihr die halt eben, hoppla, dementsprechend anpassen. Müsst halt nur oft genug draufklicken. So, und dann seht ihr, das passt sich einfach dem an. Eine Sache, die man halt einfach nicht machen kann, ist, die Treppen, die normalen Vanilla-Treppen, werden sich nie hieran anpassen. Das heißt, wenn ich das hier einmal nachbauen würde, einmal so und einmal so, ihr seht, da passiert einfach nichts. Das heißt, theoretisch müsste man jetzt jegliche der Vanillatreppen durch solche Treppen ersetzen, damit man die quasi auch so verbinden kann. Aber das ist viel viel Arbeit, daher nur Vanillatreppen so lassen, wie sie sind. Und dann muss man die hier eben daran anpassen. So, dann wäre es das im Grunde. Ja, das war's dann mit der Folge. Ihr seht, wir haben jetzt hier neue Treppen. Kann man jetzt beliebig viele machen, beliebig viele Variationen, alle möglichen. Ja, seht ihr, sieht an sich ganz gut aus. Dieses, ja, fast schon perfektes Weiß und dieses Grau mit diesem, ja, leichten Gelbstich irgendwie drinne. Keine Ahnung wieso. Aber zusammen ist das doch ganz, ganz solide. So, das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!